Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute mal wieder den Lesemonat vom letzten Monat, quasi vom Juli für euch. Dafür, dass der Lesemonat im Juni so gut ausgefallen ist, ist der Lesemonat im Juli extrem schlecht ausgefallen. Aber das liegt ja auch immer im Auge des Betrachters. Wie ihr wisst, geht die Plattform Davanda ja zu und ich muss meinen ganzen Shop nach Etsy umziehen oder zu Etsy umziehen. Und deshalb bin ich auch den Monat nicht wirklich viel zum Lesen gekommen. Es wurden jetzt 3 Bücher und die möchte ich euch natürlich auch gerne vorstellen. Fangen wir auch gleich mit dem ersten an. Ich habe es leider mal wieder einer Freundin ausgeliehen. Ich sollte eigentlich mal besser warten, bis ich den Lesemonat abgedreht habe, bevor ich Bücher verleihe. Aber das war dieses hier, Kings of New York von Louise Bay. Darin geht es um einen jungen Banker in New York, wie der Name schon sagt. Er heißt nämlich mit Nachnamen King und deshalb ist der Name auch so passend. Und er führt eigentlich so ein bisschen so ein Doppelleben. Auf der einen Seite ist er großer Unternehmer und wohnt in New York und ist reich und wohnt in einem Penthouse. Und auf der anderen Seite hat er aber eine 14-jährige Tochter, die ein bisschen weiter weg von New York wohnt. Da fährt er dann nämlich auch gern mal am Wochenende hin und kümmert sich um sie. Und in dem Penthouse hat er eine wunderhübsche Nachbarin, aber das weiß er eigentlich noch nicht, denn eines Tages trifft er auf der Arbeit auf unsere Hauptprotagonistin und stellt dann am nächsten Tag, glaube ich, oder noch am gleichen Tag, ich weiß nicht mehr ganz genau, fest, dass sie seine Nachbarin ist und irgendwie ist er total von ihr fasziniert und die beiden lernen sich ein bisschen besser kennen. Am Anfang meint man auch, er ist so ein richtiges Arschloch, aber irgendwie so von Zeit zu Zeit, von Seite zu Seite merkt man schon, dass er eigentlich das Herz am rechten Fleck hat und die beiden kommen sich immer näher. Erst ist es eigentlich nur so ein bisschen Spiel, just for fun, aber irgendwie entwickeln die beiden dann doch Gefühle füreinander und ich fand das Buch echt schön. Ich habe es, glaube ich, auch innerhalb von 3 Tagen oder so schon durchgehabt, weil es einfach so einen Suchtfaktor hatte. Es ist halt auch viel, einiges an Erotik drin, aber nicht zu overdosed, nicht zu überspitzt erzählt. Wirklich ist es angenehm zu lesen und ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Dann kommen wir zum nächsten Buch, das ich in diesem Monat gelesen habe und es war, glaube ich, die größte Enttäuschung dieses Jahres bisher. Ich spreche von Bis einer weint von Frau Meier. Wie ihr am Cover schon erkennen könnt, das ist quasi die Verarsche zu Twilight und ich habe ja früher Twilight echt gern gemocht. Ohne Twilight würde ich meine Mädels auch alle nicht kennen, aber auch wenn die Bücher damals echt gut waren, die Filme waren es nicht. Damals als Teenager fand ich die vielleicht auch noch gut, aber mittlerweile denke ich mir, wenn sie im Fernsehen laufen, oh Gott, Fremdschämalarm. Auf jeden Fall begleiten wir hier wieder unsere Protagonistin Bella eigentlich, aber sie heißt hier anders. Sie heißt hier... gute Frage. Wie heißt sie denn? Das kann sich nur um Stunden handeln. Ich weiß es nicht. Sie heißt so ähnlich wie Bella. Auf jeden Fall ist hier die Geschichte von Twilight Band 1 überspitzt und hochdramatisch und ins Lächerliche gezogene erzählt. Und Edward heißt hier auch Edwards. Ganz komisch. Ich habe nach einem Viertel schon gedacht, oh Gott, das Buch ist die reinste Zeitverschwendung. Brich es ab. Hab's dann irgendwie aber doch nicht gemacht. Ich meine, ich kann es mir nicht erklären, warum. Aber ich kann es euch nicht empfehlen. Es ist so dämlich geschrieben. Auf jeder Seite sind mindestens 30 sarkastische Bemerkungen, dumme Sachen, dumme Aussagen, die Menschen sind doof. Es ist einfach alles doof. Ich kann es nicht schöner sagen, ich kann es nicht verschönigen. Kauft es euch nicht. Tut mir den Gefallen und kauft es euch nicht oder tut euch den Gefallen. Nein, ganz klar keine Leseempfehlung. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Buch, das ich in diesem Monat gelesen habe. Wer mein letztes Video gesehen hat, weiß auch, um welches es sich handelt. Nämlich Toughless von S.C. Stephens. Ich nenne sie jetzt einfach so.
Da habe ich nämlich in meinem letzten Video schon eine Rezension dazu abgedreht. Das habe ich jetzt als letztes im Juli gelesen. Und das ist der Reihenauftakt von einem mehrbändigen Konstrukt. Das ist also auf jeden Fall Band 1. Dann gibt es noch Careless und es gibt noch einen dritten Band, den ich drüben stehen habe. Aber wenn ich es richtig weiß, gibt es 5 Bände. Ich erzähle euch einfach mal grob, um was es geht, damit der Lesemonat auch abgeschlossen ist. Und wenn ihr mehr Infos über das Buch wollt, müsst ihr natürlich dann auch meine Rezension euch anschauen, falls es euch interessiert. Auf jeden Fall begleiten wir hier unsere Hauptprotagonistin Kira. Und Kira lebt auch noch bei ihren Eltern, hat aber einen Freund, das ist Danny. Und die beiden sind eigentlich richtig glücklich zusammen, bis Danny dann auf einmal ein Jobangebot in Seattle kriegt. Und er sie fragt, ob sie nicht Lust hätte, mit ihm dorthin zu gehen, die Uni zu wechseln. Und dann wird ein bisschen diskutiert, wie das eben so ist. Und dann beschließt sie wirklich, mit ihm nach Seattle zu gehen. Er hat nämlich ein ganz starkes Argument. Sie können nämlich bei einem alten Freund von Danny wohnen. Das ist Kellen. Und Kellen hat da in Seattle so ein kleines Häuschen und hat einfach noch ein Gästezimmer frei. Und die beiden dürfen quasi umsonst bei ihm wohnen. Das ist am Anfang auch alles schön und gut. Kellen ist fast eh nie zu Hause. Der ist nämlich Musiker und ist eigentlich die ganze Nacht in dem Club, in dem er mit seiner Band öfters auftritt, unterwegs, schläft dann quasi den ganzen Vormittag und ist dann nur abends kurz zum Essen, Duschen etc. zu Hause. Eines Tages muss Danny dann allerdings nach, ich weiß gar nicht mehr wohin, irgendwohin auf Dienstreise und das Ganze soll 1-2 Monate gehen und Kira ist natürlich enttäuscht, ihre neue Uni hat noch nicht mal angefangen und Danny ist schon wieder weg und dabei haben sie sich eigentlich noch gar nicht richtig eingelebt. Aber es gibt natürlich Kellen und Kellen zeigt ihr so ein bisschen die Stadt, verschafft ihr auch einen Job in dem Pub, in dem er immer mit seiner Band auftritt. Und die beiden kommen sich auch ein bisschen näher, sie freunden sich an, sie sind richtig gute Freunde. Natürlich kuscheln sie auch ab und zu. Es fehlt Kira natürlich auch so ein bisschen die Nähe zu Danny, auch diese körperliche Nähe, einfach mal nicht alleine auf der Couch zu liegen. Aber aus dem Ganzen wird dann irgendwann doch ein bisschen mehr. Als Danny und sie dann einen riesen Streit haben und sich trennen, passiert dann noch ein bisschen mehr. Und das Ganze wird einfach total kurios, weil Kira sich irgendwie zu beiden hingezogen fühlt. Jeder hat so seine Pro-Seiten und seine Kontra-Seiten und sie weiß einfach nicht, was sie machen soll. Und es ist einfach das totale Gefühlschaos. Denn Danny kommt zu ihr zurück, er nimmt das neue Jobangebot, wegen dem sie sich gestritten haben, nicht an. Und dann beginnt so eine Art Dreiecksbeziehung, genau so heißt es. Die Hitze steigt mir wieder zu Kopf. Auf jeden Fall, ich fand es ist richtig schön geschrieben. Man fiebert richtig mit unserer Protagonistin mit. Sie ist mir auch sehr, sehr sympathisch. Deshalb habe ich auch gesagt, dass ich auf jeden Fall im August mit Band 2 weitermachen möchte. Ich habe mir jetzt als erstes Buch für den August ein anderes ausgesucht. Aber das nächste wird wahrscheinlich dann Band 2 dieser Reihe, damit ich einfach noch drin bleibe. Oder ich bin ja gerade noch in der Thematik drin und nicht wieder alles vergessen habe, was im ersten Band passiert ist. So, ihr Liebeleins, das war mein Lesemonat für den Juli. Wie gesagt, es waren für mich jetzt nur 3 Bücher, aber das liegt ja auch wirklich im Auge des Betrachters. Es ist einfach gutes Wetter, der Shop ist einfach so, so viel Arbeit. Deshalb kommt eben auch momentan nur ein Video pro Woche. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Aber es steckt so viel Arbeit dahinter, neue Produktfotos zu machen, damit der Shop einfach einheitlich aussieht. Jeden Artikel händisch einzustellen von Kategorie mit Beschreibung, mit Text, mit Preis und Lieferzeit etc. Es ist wirklich sehr viel Arbeit, wenn man knapp 700 Artikel in seinem Shop hat. Nichtsdestotrotz möchte ich hier nicht jammern, wir sind ja immer gut gelaunt hier vor der Kamera. Nein, alles gut. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt noch einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch nächste Woche wieder ein. Ich denke, in 2-3 Wochen wird es auch wieder 2 Videos pro Woche geben. Dann werde ich das Gröbste hinter mir haben. Und bis dahin wünsche ich euch jetzt alles, alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!